Hallo meine Freunde und willkommen zu einer neuen Folge Let's Play Trash. Ja, wir spielen wieder ein wunderbares Trash-Spiel hier. Es wundert mich, dass du gar nichts drauf sagst, Caio. Das ist Mobbing. Gar kein Trash hier, Trash am Arsch. Wir spielen hier den größten Trash aller Zeiten. Willkommen zurück zu Let's Play Stardew Valley. Ich freue mich. Oh, da steht ein Typ vor mir. Da ist ein Neger vor meiner Tür! Na, hallo Spike, ich habe gute Nachrichten für dich. Ich habe Asyl bekommen. Vor ein paar Tagen hatte ich einen Durchbruch. Hier x-beliebigen Pokémon-Witz einfügen. In meinen Forschungen über die hiesige Flora und Fauna. Das sind Blumen, oder? Ja. Ich erspare dir die langweiligen... Ich wollte gerade sagen, da ist ein anderer Typ auf meinem Bauernhof. Aber das bist ja du. Ich erspare dir die langweiligen Details und komme gleich zum Punkt. Das ist schön. Du kennst doch diese leere Höhle dort drüben, ein wenig weiter westlich. Ja, nein. Es gab eine leere Höhle. Warte mal, westlich. Westlich ist links. Ich hab voll viel Shit in meinem Inventar. Das ist ja krass. Ich kann mich jetzt in keine westliche Höhle, ne? Aber egal. Ich habe eine Methode gefunden, einen Nutzen für sie zu schaffen. Für uns beide. Ich würde die Höhle gerne zum Anlocken bestimmter örtlicher Arten verwenden. Auf diese Weise kann ich sie in einer besseren, kontrollierten Umgebung beachten. Und du kannst ernten, was auch immer sie uns hinterlassen. Wir locken Tiere an und ich kann ernten, was sie mir hinterlassen. Was hinterlassen mir Tiere außer Kot? Ich kann die Höhle entweder für Pilze oder Fruchtfledermäuse. Was sind Fruchtfledermäuse? Die hinterlassen dir Früchte. Gibt es sowas wie Fruchtfledermäuse? Nein. Aber die fliegen da so durch diese Höhle und hinterlassen dir Früchte. Die Fledermäuse hinterlassen hin und wieder Früchte zum Einsammeln. Was willst du bevorzugen? Ja, Fledermäuse, wo war Batman? Betthöhle! Hier! Voll die Betthöhle! Alles klar, ich bereite alles sofort vor. Sollte nicht allzu lange dauern. Demetrius, es wäre nett, wenn du dich bitte umbenennen würdest in Alfred. Dann haben wir die Original. War Alfred? Nein, Alfred war kein Schwarzer. Danke, dass du mitmachst. Ich habe heute einen neuen Batman-Film gesehen, den ich gar nicht kannte. Okay. Er war tatsächlich gar nicht mal schlecht. Hi Spike, ich habe schon wieder einen Brief bekommen. Ich muss mich dafür entschuldigen, dass ich mich über die alte Hütte deines Großvaters lustig gemacht habe. Was, wer hat über meinen Opa gelästert? Oder über die Hütte? Als wir uns das erste Mal getroffen haben, ist wirklich ein nettes kleines Haus. Dennoch wirst du vielleicht eines Tages mehr Platz brauchen. Ach, warte mal, das ist die Architektin. Haben wir... Was war das? Ich mach grad... Okay. Dabei kann ich dir behilflich sein. Wenn du mir die Materialien bringst und eine kleine Gebühr zahlst, kann ich dein Haus vergrößern. Oh, das ist schön. Können wir zwei dann zusammenziehen, Caio? Ja, ich habe herausgefunden, dass man sich auch gegenseitig heiraten kann. Fuck, das ist eine Sache, die wir tun werden. Die erste Erweiterung, die ich anbieten, die ich anbiete, ist eine Küche. Wo ist meine Küche? Warte, ich habe keine Küche. Wow. Mit einer Küche kannst du all die Rezepte kochen, die du gelernt hast. Mit einer Küche kannst du die Lebensmittel kochen. Großartig. Ach, das ist das, was ich an Harvest Moon immer so liebe. Ich hoffe, dass du dich im Sternentautal wie zu Hause fühlst. Deine Schreinerin vor Ort, Robin. Okay. Wo ist meine... Da ist meine. Wie gieße ich? Naja, mit der linken Maustaste, okay. Du könntest auch ernten. Ich habe dir extra was zum Ernten übrig gelassen. Oh, ich kann aufladen! Ja, wir haben die Kupfergießkanne. Okay, dann ernte ich die weg. Du willst ja nicht ernten. Ja, ich versuche doch gerade... Ich versuche gerade eher, meine Gießkanne wegzulegen. Ich glaube, ich habe sie weggelegt. Okay, wie kann ich ernten? Ah. Ja, man merkt, glaube ich, wir haben das Spiel... Ich habe das Spiel eine Zeit lang nicht mehr gespielt. Ja, macht ja nichts. Ja, unten sind voll viele Sachen. Es gab jetzt relativ lange auf meinem Kanal... kein Let's Trash, also dementsprechend, ja. Ey! Stardew Valley ist so ein cooles Spiel. Ich habe hier unten alles geerntet. Ich habe die Macht. So. Ja, Stardew Valley ist so ein cooles Spiel. Das sagen sie alle auch immer über die Halloween-Filme. Mm.
Stimmt, das ist ja deine tiefste Aggression. Wo wollen wir hin? Was wollen wir tun? Erste Mal! Wir in die Mine, oh mein Gott, schon! Oh, Michi lag halb tot auf dem Boden. Michi, ich liebe dich! Hier! Kann ich meine Michi eigentlich auch füttern? Oder nee, lebt die nur von Liebe? Die lebt von Wasser? Ja. Und ich glaube, sie fängt sich selber wahrscheinlich Mäuse und sowas, ne? Oh, ich erinnere mich! Oh, meine... Ich habe meine Bongo-Trommel weggetan. Oh, okay. Du bist so doof. Wie ging es? Achso. Ja, was wollen wir machen? Soll ich ein bisschen hier Bäume fällen? So Anti-Wald und so? Ich habe gesehen, wir haben nicht mehr Bongo-Trommel! So viel Holz. Oh yeah. ich habe sie geliebt. Ich würde gerne mal nach... kann ich nicht noch schneller laufen? Wo willst du hin? Ich würde gerne nach Westen und diese eine Höhle untersuchen. Kaio, komm mal bitte her, ich muss eine Höhle untersuchen. What the fuck, das sind Kinder! Warum sind da Kinder? Nein, nicht. Oh, war doch nicht. Pfui, es stinkt. Es ist... Ich wollte nur kurz angemerkt haben. Es sind zwei Kinder. Zwei Kinder, die vor dem Eingang in die Kanalisation sind. Es, wo bist du, wenn ich dich brauche? Ach, Pennywise. Warum ist sie verschlossen? Ich will die Kanalisation erkunden. Ich auch. Ich will auch, dass du da reingehst. Da drin ist ein lieber Clown. Ich liebe Pennywise. Du, ey. Ich denke, Gunther hat den Schlüssel. Oh, ich hab einen Pilz gefunden. Professor Gunther? Der Mann, der das Museum leitet? Warum denkst du, dass er ihn hat? Ich habe mal einen großen, alten, rostigen Schlüssel aus seinen Taschen fallen sehen. In eine gruselige Kanalluke wie diese kann nur ein großer, alter, rostiger Schlüssel passen. Kinderweisheiten. Das sind Kinderweisheiten. Oh, sie haben was gehört! Oder sie haben, sie haben ein Geräusch draus gehört. Alter. Irgendwas darin bewegt sich. Das ist nur Pennywise. Alles ist gut. Er tut mir nichts. Er tut nur Kindern was. Pennywise tut nur Kindern was. Alles gut. Mir tut er nichts. Oh, wie alt sind wir in dem Spiel? Pilze. Sind wir alt? Sind wir noch jung genug, damit Pennywise uns tötet? Wir sind junge Erwachsene. Also tut Pennywise mir nichts mehr. Fuck, ist es schon... Oh mein Gott, der Tag ist schon wieder um. Ja, weil... Ach, ich erinnere mich, in den Cutscenes geht er die Zeit um. Ja, und das passiert, wenn du alleine spielst, nicht, aber wenn du zusammenspielst. Was halt auch irgendwo Sinn macht. Ja, es ist... Mal zur Verteidigung schon, vom Spiel zu sagen. Es macht halt irgendwo schon Sinn. Relativ realistisch. Mega, ich hab Morcheln gefunden. Ich nehme ihr Buch. Hallo, kann ich das Buch? Nein. Hallo? Es ranken sich viele Mysterien um uns. Du musst geduldig sein, wenn du wünschst, sie alle zu entdecken. Okay. Tschüss! Tschüss, lieber Herr Zauberer! Ich merke gerade, ich habe effektiv viel an diesem Tag geschafft. ich habe effektiv sehr viel geschafft. Es ist schon... die Zeit rast in dem Spiel, aber auch... Das ist oh mein Gott, ich habe wilden Meerrettich! Oh, ich habe was erreicht an diesem Tag. Oh mein Gott, das ist eine Katze! Oh Katze! Hey, oh Stups, hast du Münzen gebracht? Gut, ich verkaufe Hütte. Eine gute alte Kappe. Ich habe 1000 G ausgegeben. Ich habe uns eine Kappe gekauft. Es ist eine Maus. Ich komme aus dem Kaufbildschirm nicht raus. Okay, alles klar. Kann ich die aufsetzen? Ja. Ah. Klar kannst du das. Nee, hier geht es nicht. Da? Nein. Nein. Spiel verlassen, da geht es.
Ah, hier! Hier! Kann ich das dann? Yes! Oh, seht mich an! Oh mein Gott, bin ich cool! Oh, seht mich an! Bist du wirklich cool? Oder fuck, bin ich cool! Ich kauf dir auch eine! Nein, ich will sowas nicht! Schon gekauft! Schon gekauft! Ich mag sowas nicht! Schon gekauft! Oh mein Gott, die ist super! Oh, ich sehe so cool aus! Was, ich hab gerade eine... Ich merk schon, ich muss so einen Scheiß auch tragen. Ja, wo bist du? Ich komm zu dir. Ich bin auf der Farm. Ach, das ist ich gut, hab hier das Holz gut. gehackt und so einen Scheiß. Ja, das ist doch gut. Ich kümmere mich wenigstens um das. Ja, einer von uns muss auch mal was arbeiten, hallo? Ah. Entschuldigung? Dass das halt zufälligerweise mal du bist? Hartes Mobbing hier, ey. Weißt du, die ganze... Die ist immer nur am Meckern, immer nur am Meckern. Sie ist die, die 3 Jahre Mutterschaftsurlaub kriegt oder so, wenn sie mal wirft? Weißt aber jetzt und meckern, wenn sie arbeiten muss. Ich hab voll viel geholt hier, ne? Ich bin so gut. Ich glaube, ich hab mich verirrt. Ich glaube, ich habe es auch schon mal mehrmals gesagt, wenn ich mich nicht ganz irre. Bei dem Spiel, ich bin gerade auf der Farm wieder. Die Nacht auf der Farm ist katastrophal scheiße. Es ist viel zu dunkel, finde ich. Ja, aber das gibt später Mittel und Wege, womit das. Ja, aber es ist viel zu dunkel. Aber es ist so dunkel, dass man. Es ist so dunkel, dass man nicht mehr wirklich was sehen kann. Und das ist scheiße. So, hallo. Wie kann ich dir was geben? Gott, sieht so scheiße aus. Halt dein Maul! Du kannst es in die Truhe ablegen, dann kann ich mir das holen. Du kannst mir es auch als Geschenk geben. Ich versuche es gerade. Aber wie? Ich glaube, du nimmst es und ziehst es auf meinen Charakter. Ja, das tue ich doch. Ja? Oh, ich kann dir die Mütze nicht schenken. Oh. Dann musst du sie hier reinlegen. Dann muss ich sie mir nehmen. Aber ich trage sie nur einen Tag. Alter, was ist... Oh, diese... Was machst du denn? Wir müssen gleich ins Bett. Ja, ich versuche es! Ich kann die da nicht reinlegen. Warum nicht? Weil das Spiel es nicht zulässt. Da kann ich sie reinlegen. Ja. So, jetzt kann ich sie mir hier nehmen, oder was? Ja, nimm sie endlich mal. Ja. Mein Gott, hey. Nur wegen dir dauert es so lang. Geh mal ins Licht, ich sehe nichts. Oh Gott. Oh, das ist großartig. komm, wir spielen jetzt mit unseren coolen Kappen, spielen wir jetzt auf den Bongo-Trommeln. Fantastisch. 20, wir müssen schlafen gehen. Gute Nacht. Bin ich jetzt im richtigen Haus? Ich bin in meinem Haus. Also, du bist nicht in meinem Haus, somit bist du im Falschen. Ach so. Ja, stimmt. Oh, Hofarbeit Stufe 4. Ich muss übrigens mal sagen, ich finde es absolut unkollegial. Wollte ich immer nur kurz angemerkt haben. Von einer Kollegin von mir. Die hat mir gerade im WhatsApp geschrieben, dass ich ein Arsch bin. Wieso? Ich finde das absolut unkollegial von der. Muss ich ganz ehrlich sagen. Nur, weil ich ihr heute ein Foto geschickt habe von einem Big Mac, den ich mir selber gemacht habe. Und der sah fantastisch aus. Ja, das ist doch super. Oh, er war so gut. Oh mein Gott, ich habe diese Big Mac-Soße 100% hinbekommen. Das war fantastisch. Ja, schöner Part Stardew Valley, würde ich jetzt mal sagen. Für den Einstieg, okay, ich versuche mich zu bessern. Ich gelobe Besserung, meine Freunde. ich gelobe Besserung und dann sehen wir uns beim nächsten Mal einfach hier an Ort und Stelle wieder. Haben wir das eigentlich gemacht, dass wir bei Stardew Valley die ganze Zeit abmoderieren? Ja, haben ich wir, weiß es ich. Nicht. Ich danke euch auf jeden Fall fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Tschüssi. Ciao.